Ich schäme mich dafür, es zugeben zu müssen, aber es gibt eine Mod, die ist mir ein paar Mal empfohlen worden. Und zwar vom guten Vertsui 1870. Der hat die Better Government Mod öfter mal vorgeschlagen in den Kommentaren. Ich habe immer gedacht, ja, ja, halt die Schnauze. Nein, habe ich nicht gedacht, aber habe ich ja so abgetan, so, ja, ich schaue es mir mal an. Habe es aber auch gemacht, weil wenn ich sage, ich schaue mal was an oder ihr schreibt irgendwas in die Kommentare, dann mache ich das bekanntlich auch irgendwann mal, wenn ich Zeit finde. Und die Better Government Mod ist eigentlich eine Mod, die mit allem kompatibel ist. Mit allen anderen Mods. Es kann nur zu ein, zwei kleinen Fehlern kommen, die sage ich euch aber gleich, aber selbst das ist sehr selten. Um das zu beweisen, habe ich hier gerade die Novum Vexillum Mod installiert. Relativ große Mod, die das komplette Spielerlebnis ändert. Ihr spielt jetzt hier im Jahr 2000, könnt auch 2016 spielen. Und ja, das funktioniert eigentlich auch mit allen anderen Mods. Was die Mod macht, ist, sie fügt 1, 2, 3, 4, 5 komplett neue Reihen mit Entscheidungen zu. 6 sind's, nicht 5. Die gehört auch noch mit dazu. 6 Reihen mit Entscheidungen sind's. Und diese Entscheidungen werden quasi einfach hinzugefügt. Wir haben ja quasi immer diese politischen Bereiche, diese 5 Reihen oder 4 Reihen oder 3 Reihen, je nach Mod oder was ihr spielt oder ob ihr ohne Mod spielt. Und das ist quasi von dieser Mod hier, von Novum Vexillum. Dann natürlich normales Hearts of Iron 4 haben wir dann, gespielt, viel zu selten, normales Hearts of Iron 4. Ich glaube, es sind 4 Reihen. Aber jetzt hier mit Better Government kommen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen hinzu. Und diese Reihen beziehen sich auf die Armee, unsere Regierung, die Armeepolitiken, die Navy-Politiken und die Luftwaffenpolitiken sowie die Industriepolitiken. Und das Ding ist, die sind relativ einflussreich. Die ändern teilweise wirklich das Ganze massiv ab und bringen hier enorme Vor- und Nachteile für euer Land. Zum Beispiel haben wir hier Nationalismus, wöchentliche Manpower, Division Recovery Rate und Weekly War Support und solche Geschichten. Und das Ding ist, jeder dieser Tabs hat einen eigenen Fokus. Ne? Beispiel sagen, okay, politisch, dann können wir hier Service machen, was hier die Voraussetzungen sind, was hier gemacht werden soll. Ihr könnt sogar Scraping the Barrel nochmal extra machen. Ne? Können Beispiel sagen, okay, wir haben natürlich hier oben Scraping the Barrel, könnten das hier nochmal extra machen, hat aber auch Mali. Zum Beispiel haben wir nur noch 3/4 unserer Divisionsorganisation. Also es ist jetzt nicht so, dass es alles mega overpowered ist. Wir haben zwar 8% extra rekrutierbare Bevölkerung, aber haben dafür im Umkehrschluss auch wirklich 1/4 weniger Organisation. Und ihr wisst, die Organisation ist key. Da haben wir natürlich auch noch sowas, wie lange die Leute dienen sollen. Wir können das Alter einstellen, ab wann gedient werden soll. Das sehen wir natürlich auch. All must serve, erhöht die Trainingszeit um 20%, erhöht aber den rekrutierbaren Bevölkerungsfaktor um 35%, ist aber auch relativ teuer natürlich. Da musst du auch nochmal hingehen. Du musst natürlich dann erstmal alles freischalten oder gehst natürlich direkt dahin. Kostet aber auch wieder 600 politische Macht. Dann kann man noch sowas wie einstellen, so wann sollen die Leute in Rente gehen dürfen. Mit 40, mit 50, mit 60 oder gar nicht. Und wir sehen, wir das machen auch. Politische Machtzuwachs sinkt. Und der Verschleiß von Divisionen wird erhöht um 10%. Weil die alten Leute im Graben natürlich sterben. Das ist natürlich logisch irgendwann. Und wir können auch zum Beispiel Frauenrechte einstellen. Da haben wir natürlich noch die Politiken der Regierung, was wir da machen wollen, zum Beispiel können wir zensieren, erhöht den wöchentlichen Kriegssupport, erhöht die Verteidigung gegen andere Ideologien, verringert aber auch wieder Stabilität und Machtzuwachs, solche Geschichten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Anzahl der Möglichkeiten, die wir da haben, wie wir unser Land beeinflussen können, mit Stabilität rauf, Stabilität runter, rekrutierbare Bevölkerung, das ist richtig geil. Und das Beste ist halt eben, dass es auch mit den meisten anderen Mods funktioniert. Zum Beispiel können wir jetzt hier sagen, minus 10% Consumer Good Factories, das ist natürlich super nice, weil es natürlich dafür sorgt, dass wir mehr Fabriken fürs Bauen zur Verfügung haben. Allerdings verlieren wir da auch wöchentliche Stabilität um 20% und wir verlieren auch 20% politische Machtzuwachs. Ne? Wir haben zwar enorm coole Boni, aber auch hohe Mali häufig. Hier zum Beispiel plus 30% politische Machtzuwachs, plus 30% Konstruktionsgeschwindigkeit, aber dafür verlieren wir hier 10% Consumer Good Factories, weil wir die dann quasi wieder abgeben müssen. Also man muss sagen, das ist balancing-technisch auf alle Fälle sehr interessant gemacht. Ist natürlich klar, es ermöglicht dem Spieler, das Ganze besser zu fokussieren, was du haben möchtest, wie du spielen möchtest, was ich cool finde eigentlich, solche Anpassungsmöglichkeiten auf den eigenen Spielstil, finde ich cool, weil man einfach sich viel besser spezialisieren kann, vor allem auch im Singleplayer, aber man kann es natürlich auch im Multiplayer nutzen. Hier haben wir zum Beispiel dann bei unserer Armeedoktrin, kann man zum Beispiel sagen, okay, wir möchten mehr auf Planning gehen oder wir möchten mehr auf Blitzkrieg gehen oder mehr auf Überraschungsangriff, ne? Und könnte wirklich für alle Bereiche, könnte hier eigene Sachen machen. Und das ist cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Geht auch für die Navy,
Da haben wir zum Beispiel, okay, wir gehen eher auf Battles oder eher auf Base Strikes oder möchten eher Konvois raiden. Ne? Das ist cool. Die Mod verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Das ist ein relativ simples Ding eigentlich. Aber es ist cool. Wir können zum Beispiel auch einstellen, dass wir... Wo war es denn? Kurz gucken, ob ich es noch irgendwo finde. Hier, No Production zum Beispiel. Erhöht unseren politischen Machtzuwachs um 20% und unsere Fabrikproduktion um 10%. Dafür werden unsere Schiffe nicht mehr gebaut. Also wir entscheiden uns hier dafür, dass wir keine Schiffe bauen. Das gibt uns allerdings mehr politische Macht und mehr Factory Output. Und quasi, wenn du sagst, du spielst Multiplayer, einer macht komplett Flotte, der andere macht Armee, ne? Würden wir uns hier quasi dafür entscheiden und dann den extra Machtzuwachs und die zusätzliche Produktion mitnehmen. Dafür haben wir aber halt keine Schiffsproduktion. Gibt es übrigens bei der Luftwaffe auch. Und bei der Geneva, genau. Wir können hier die Geneva-Konvention drauf scheißen. Wäre auch rein theoretisch möglich. Ich glaube, bei Armee geht das nicht. Ich glaube, bei Armee ist es nicht möglich, nichts zu machen. Das geht nur bei Marine und Air Force. Air Force geht es auf alle Fälle auch. Ich kann auch wieder Fokus setzen. Naval Bomber, Tactical Bomber, Strategic Bomber. Dann natürlich noch Jäger, Close Air Support. Hier auch No Production. Falls wir das wollen würden. Air Defense, ne, Strategic Bombing, Land Forces Support verbessern. Und die Boni sind relativ nice schon. Also es macht schon einen Unterschied aus, ob man die hat oder nicht. Das sind kleine Punkte, die dann doch über Sieg und Niederlage auch gerne mal in engen Situationen entscheiden könnten. Dann noch die Zivilpolitiken. Da ist jetzt der eine Punkt, wo ich sagen muss, das kann zu Problemen führen. Wir können auch hier zum Beispiel uns dafür entscheiden, dass wir uns auf etwas fokussieren. Zum Beispiel, wir sagen, okay, wir möchten uns wirklich nur auf Armee fokussieren. Haben wir plus 40% Fabrik-Output, also Produktion der Fabriken, dafür minus 40% unserer Werftenproduktion. Oder wir sagen halt, nö, wir möchten unsere Navy stärker haben. Dann haben wir 40% Navy und minus 40% Fabrik. Oder man macht es halb-halb, wie man das halt haben möchte. Je nachdem, wo da gerade der Fokus liegt. Dann Transportplanes, gibt es so plus 30% Range, plus 15% Speed und solche Geschichten. Je nachdem, wie ihr den Transport haben möchtet. Und dann gibt es noch sowas hier wie Citizen Assemblies. Das funktioniert hier mit der Mod jetzt aktuell nicht, aber das würde quasi den Zuwachs für eine bestimmte Ideologie erhöhen. Funktioniert meistens nur mit Mods, die eigentlich keine großen neuen politischen Richtungen einführen. Jetzt hier zum Beispiel in unserem Fall haben wir ja 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene politische Richtungen. Da ist die Mod leider hinfällig. Aber es ist ein Punkt, der hier nicht funktioniert. Alle anderen funktionieren. Dann haben wir noch ganz zum Schluss zum Beispiel synthetische Raffinerien. Die sind, es ist ein ganz cooles Feature. Und zwar ermöglicht einem das, wir haben ja hier die synthetischen Raffinerien. Und die könnt ihr modifizieren, wenn ihr die baut. Und ihr sagt dann, okay, wir schalten jetzt zum Beispiel frei, dass wir Rubber bekommen für jede synthetische Raffinerie. Machen wir jetzt mal kurz synthetische Raffinerie ausgewählt. Die gibt es jetzt plus 3 Rubber. Kurz Chicharidu. Und bauen jetzt einfach mal. Also, erstmal was erforschen. So, und jetzt können wir hier eine synthetische Raffinerie bauen. Blub. Und dann sehen wir dann schon. Bei Produktion haben wir jetzt hier quasi 8 Rubber. Da uns diese synthetische Raffinerie jetzt erstmal 3 zur Verfügung stellt. Und wir quasi noch die Forschungsboni mit drauf bekommen, sind es quasi 8. Ist ganz cool. Es ermöglicht einem noch ein bisschen das Land auch zu spezialisieren, was Ressourcen angeht. Und nicht komplett immer die ganze Zeit abhängig zu sein von ausländischen Importen für jeden Blödsinn. Das Ding ist aber, sage ich auch gleich, dieses Feature funktioniert nicht mit allen Mods. Vanilla ja, mit manchen Mods auch ja. Road to 56 funktioniert das hier zum Beispiel nicht. Ne? Aber in Road to 56 funktioniert dafür das hier. Also da müsst ihr halt auch ein bisschen gucken. Aber an sich eine mega, mega, mega geile Mod, die es euch wirklich ermöglicht, auch kleine Länder zu spielen, weil ihr halt allein schon wegen diesen Einstellungsmöglichkeiten hier oben deutlich mehr Optionen habt, wie ihr spielt, wie ihr das Land anpasst. Ihr kommt an mehr Truppen, ihr kommt an mehr Ausrüstung. Und das ist cool. Ist übrigens ein Feature, was eigentlich rein theoretisch meines Wissens nach alle Nationen nutzen können. Ob sie es auch nutzen wissen oder zu nutzen wissen, ist halt die andere Frage. Trotzdem sehr, sehr geile Mod. Danke da an den Guten, der sich da gemeldet hat bei uns. Bei mir und mir da den Kommentar geschrieben hat, dass ich mir die Mod mal anschauen soll. Also hier an dich, Wertzui 1870. Dankeschön für den Kommentar. Ist eine coole Mod, kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr noch weitere Mods habt, die ich mir mal anschauen soll oder vorstellen soll, dann gerne auch ab in die Kommentare damit. Dann wünsche ich euch jetzt hier noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und tschüss.